Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. So, Onkel Boki. Und hier sind wir nun in der Trollhöhle. Ja, in der Hypnose-Variante vom oberen Ignaz Büro. Lilly muss natürlich in ihre Trance sich zurückbegeben, um ihre psychischen Blockaden dort zu brechen. Und in dieser Parallelwelt sind die Hintergründe immer fantasievoll durch Lilly uminterpretiert, eine Art Parallelwelt. In diesem Fall ist stimmigerweise das Büro der Oberen eine Trollhöhle. Und hier steht sogar ein Altar mit irgendwelchen Zwergenruhen, die ich tatsächlich seinerzeit, als ich den Hintergrund gemalt habe, habe ich mir die Mühe gemacht und mir die Zeit genommen, um nochmal mein Altstaller-Ringebuch rauszuwühlen. Denn da auf dem Einband sind eben diese Runen abgebildet und ich habe mich erinnert, dass ich damals, als ich der Herr der Ringe gelesen habe, ich habe das Buch geerbt bekommen, irgendwie 14 von meiner Mutter, und da habe ich das jetzt im Urlaub gelesen, die ganze Zeit über, während die anderen beim Pool waren, auf dem Balkon gesessen, war ich total fasziniert und hatte die schon mal übersetzt quasi. Und das habe ich dann wieder getan, als ich den Hintergrund gezeichnet hatte, um halt mir ein Alphabet zusammenzustellen. Und ja, hatte da scheinbar nicht mehr so viel Zeit, um mir einen richtig guten Spruch auszudenken, den ich dann tatsächlich auf den Altar schreiben möchte. Und entsprechend ist der Satz, der da steht, jetzt ein wenig sinnfrei. Aber schön mystisch und unheimlich und foreshadowing. Whoa. Ich verrate jetzt nicht, was es bedeutet. Ich verrate euch nur so viel. Wir haben eben hier uns nochmal die Mühe gemacht, weil ich es natürlich nicht auswendig kenne. Und diese Runen durch ein Runenübersetzungsprogramm, das wir im Internet gefunden haben, gejagt, um nochmal zu gucken, was da überhaupt steht. Wie gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn. Und nach dem Runenübersetzungsprogramm zumindest ist mir auch ein entscheidender Fehler unterlaufen. Da ich sowohl das E als auch noch einen anderen Buchstaben falsch übersetzt habe. Vielleicht schafft ihr es ja trotzdem herauszufinden, was für ein Satz da steht. Und diesen Satz postet ihr dann auf eurer Homepage und verlinkt ihn. Genau, ihr am besten schreibt ihr auch gleich einen neuen Wikipedia-Eintrag zu diesem Thema. Und nein, ich habe keine Ahnung, macht irgendwas mit diesem Satz. Aber bitte nicht auf meine Facebook-Seite. Viel Spaß in der Trollhöhle. Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Hier ist mir schon die Keule aufgefallen. Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Dann ziehen wir mal an der Kurbel. Ah, er ist taub! Mein Auge brennt! Wer war das? Ich nicht. So, jetzt können wir aber, ne? Keule mit Vorhang. Oh, wie das brennt! Na, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lilly war vorerst unbeobachtet. So, was haben wir denn hier noch? In den Rundgang. Ist hier sonst noch irgendwas? Auge. Diesen Staring-Contest würde Lilly verlieren. Oh ja. Du sollst nicht mit Feuer spielen. So, nochmal Onkel Poki. Und in diesem Screen manifestiert sich doch zum ersten Mal tatsächlich einer von Lillys psychischen Widerständen, Blockaden, in Form eines Harvey-Dämonen. Und zwar ist es dieser Schneemann. Ich werde es später nochmal sagen, aber großartige Leistung von Alex, der hier quasi mit seiner Harvey-Stimme, die ja schon gar nicht seine normale Stimme ist, sondern schon eine verstellte Stimme, trotzdem noch zusätzlich unterschiedliche Dämonen personifiziert und jedem einzelnen dieser Dämonen einen eigenen Charakter und eine eigene Stimme gegeben hat. Der Schneemann ist noch ein verhältnismäßig harmloser Dämon, der Lilly daran hindert, Feuer zu spielen.
Und besonders gelungen an dieser Szene finde ich halt immer noch die Idee mit dem Zylinder. Ich darf es jetzt leider nicht spoilern. Alle Leute meckern mit mir, dass ich in den Audiokommentaren spoiler. Ich kriege wirklich böse Briefe von Leuten, die mich töten wollen, weil ich in Audiokommentaren spoiler. Deswegen sage ich jetzt nicht, was mit dem Zylinder los ist. Ja, aber ich kann verraten, dass die Inspiration zu diesem Zylinder aus einer englischen Serie kommt, The Mighty Boosh. Ja, sehr gute Serie, sehr unbekannt, aber sehr gut, auf jeden Fall angucken. Total abgefahren, total abgefahren. Also geht jetzt mal auf Amazon und bestellt euch The Mighty Boosh. Oder wie das Ding auch hieß. So, zur oberen, was haben wir denn hier alles? Der Harvey-Schneemann, der Zylinder. Hey, Finger weg. Ich brauche den Zylinder. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kälte rumstehen müsstest, würdest du das verstehen. Mr. Zylinder. Was haben wir denn noch? Die Rippen. Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen. Aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Ja, dann nimm doch mal hin. Lilly hatte, man konnte sie, aber die Ober... Feuerholz müssen wir bestimmt nachher anzünden. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Mir fällt da gerade was ein. Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß, also ging das wohl klar. Jo. So, das hat doch bestimmt was mit den Rippen auf sich, ne? Kontaktlinse mit Rippen. Nanu, was ist das? Was riecht denn hier so komisch? Das riecht nicht nach Karotte. So viel steht fest. Das ist... Feuer! Ich brenne! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Aber wir dürfen noch nicht mit Feuer spielen. Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Nun tu doch was, Lilly. Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Danke, Lilly. Du hast mich gerettet. Da siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten man lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Echt mal. So, brennender Zylinder, Feuerholz. Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass da, nein, nicht. Nein. Tja, so schnell kann's gehen. Lilly hatte das Feuer entsorgt, genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Na. Die typische Diddelik-Musik war bei Edna genau dasselbe. So, und würde ich sagen, machen wir nochmal die Dings auf. Gratulation! Lilly hat eine neue Fähigkeit erworben. Sie ist nun in der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Dazu muss sie es einfach in ihrem neuen Verbote-Menü mit der linken Maustaste aufheben. Behaltet diese Option im Hinterkopf. Im Laufe des Spiels wird Lilly lernen, noch viele weitere Verbote auf diese Weise zu umgehen. Es kann aber immer nur ein Verbot zur selben Zeit aufgehoben werden.
Okay. Verbote. Asterix, wenn er Zauber dran getrunken hat. So, Verbote. Jetzt dürfen wir ja eigentlich mal die Fackel anzünden. So, Inventar. Fackel mit Kamin. Na, ja, da guck mal in der Schau, wa? Und wenn man mal sieht, dass es da 6-7 Verbote insgesamt gibt. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Dunkle Ecke. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Kann man da denn noch was machen? Tatsächlich! Ein Geheimgang! Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Na, wenn der uns das sagt, dann wird das wohl auch stimmen, ne? Lilly! Du hast es geschafft, perfekt! Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Tja, wo soll ich nur anfangen? Hypnose. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Tja, so, jetzt sehen wir nochmal Dean Garrett. Na, vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberin zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Dr. Marcel. Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Ach, was? Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Puh. Die Polizei rufen? Ha, Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Enttäuschend. Aber na gut. Jo. Auf zum Schaukelbaum! Auf zum Schaukelbaum! So, und hier beim Schaukelbaum geht's dann das nächste Mal weiter. Noch einmal schnell speichern, Speicherstände. Auch nehmen wir mal ein neues hier, ne? Speichern. So, 2.3. 20.05 Uhr. Und das auf den Samstag. So. Jo. Ich habe mal wieder die Woche mit Folgen versorgt, wa? Beziehungsweise, ja, doch. Ich sag doch mal, bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit dem nächsten Verstoß oder was wir da aufheben müssen. Oder mal gucken, wo uns der Gerrit jetzt dahin führt, ne? Bis denne.